Meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Es gibt nämlich viele, die sagen, wir kommen nicht in die Olmer Halle. Sie sagen, wir sind hier. Und auch willkommen in Trogen. Sie sehen, Johann Sebastian Bach steht hinter mir. Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich alles sage heute. Und vielleicht ist das irgendein Pfarrherr, wer weiß, auf den anderen Säulen. Und wer weiß, wie nahe mir mein Ende, ein Thema, das uns beschäftigen wird in dieser Einführung und in dieser Kantate. Wenn Sie das Luzogramm zur Hand nehmen, sehen Sie die Elemente, welche Bach verwendet für das Ritornell. Die mittlere Zeile, und zwar, pardon, sehen Sie, mir geht schon die Luft aus. Die Streicher, die ersten Geigen, ram, tiam, tam, tiam, die zweiten, lam, taram, die Bratschen, nam, taram, in kleinen Akkordpaketen, riam, tiam, mit zwei Seufzern und dann eine Pause, tiram, tiam. Tiram, tiram. Und was macht die Bassgruppe? Rim, pam, pim, pim, pam, pim. Man hat fast den Eindruck, die Brahms ist Sinfonie Nummer 1 mit ihren Lam, la, ram, mit der Pauke am Anfang mit diesem tragischen C-Moll. Oder vielleicht denken wir an die Matthäus-Passion. Schlusschor, auch in C-Moll. Und natürlich tam 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 ta, ratatata. Die Passacaglia. Ich würde denken, über Bach, über Mozart, Beethoven, Brahms hat sich C-Moll als eine tragische Tonart etabliert. Dann haben wir diese die Oboen. Wir haben sie auch ganz in der Mitte aufgestellt, zentral, weil sie haben ein Konzert. Und hören Sie doch den Anfang des ganzen Ritornells, das ich auch eingespielt habe auf dem Keyboard. Und der Schlussakkord des Ritornelles, Sie hören, ein neapolitanischer Sextakkord. Immer wenn der kommt, wissen wir, es hat zu tun mit Tod, mit Leid und Not in den Passionen und hier auch im ersten Stück. Was, Niklaus, geht hier vor, wenn du aus der textlichen Dimension uns das anschaust? Auf der textlichen Dimension, da ist natürlich zuerst das Evangelium anzuschauen. Es ist für diesen 16. Sonntag nach Trinitatis, ist es Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Auferweckung des Jünglings zu Nain. Und jetzt aber interessant, dass es eigentlich weniger die Auferweckung ist, die aufgenommen wird aus dieser Lesung, sondern im Zentrum steht, wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Das heißt, Todesfurcht einerseits und andererseits so etwas wie eine Gewissheit, dass es ein Leben nachher gibt. Wir werden das genauer anschauen. Es ist eine Choralkantate. Es beginnt integral zuerst eigentlich mit der ersten Strophe eines Sterbeliedes. Emilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt,
eine Reichsgräfin, sehr produktiv, die hat 600 Choralkantaten, 600 Choräle hat sie gedichtet, und ganz am Schluss, wir werden es hören, kommt noch einmal von Johann Georg Albinus, kommt ein Choral. Und wenn ich jetzt lese, und das ist interessant, wie das einsetzt, wenn ich zuerst einmal integral diese erste Strophe lese, um deutlich zu machen, wie nachher kommentierend dazwischen von den Einzelstimmen eigentlich kleine Predigten zur Erklärung hinzugefügt werden, dann sieht man die Geschlossenheit und das Gewinnende dieser ganzen Konzeption. Also die Emilie. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Hingeht die Zeit, her kömmt der Tod. Ach, wie geschwinde und behende kann kommen meine Todesnot. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Das ist Emilie, Juliane von Schwarzburg, die Reichsgräfin. Und Sie werden Freude haben, meine Damen und Herren, nämlich, wenn Sie dem Choral zuhören. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Wer nur den lieben Gott lässt walten, in einer langsamen Dreiviertel-Version. Und so wird es den Leipzigern ergangen sein. Unser Choral, wir kennen ihn. Sie kannten die anderen Choräle eben auch. Wir kennen ihn, wir können ihn einbauen mit diesem Text und mit diesen Tropierungen, die du jetzt gleich besprechen wolltest, nämlich diese Kleinpredigten im Choral. Das ist das Hinreißende bei dieser Kantate. Wir alle kennen die Melodie. Die Leute damals haben dieses Sterbelied gekannt. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Und jetzt singt der Sopran: Das weiß der liebe Gott allein, ob meine Wallfahrt auf der Erden kurz oder länger möge sein. Und jetzt kommt wieder das Sterbelied. Hin geht die Zeit, her kommt der Tod. Und dann übernimmt der Alt und kommentiert, und endlich kommt es doch so weit, dass sie zusammentreffen werden, nämlich die Zeit und der Tod bei mir. Und dann kommt wieder das Sterbelied. Ach, wie geschwinde und behende kann kommen meine Todesnot. Und dann wieder der Kommentar, die kleine Predigt des Tenors. Wer weiß, ob heute nicht mein Mund die letzten Worte spricht, drum bet ich alle Zeit. Und jetzt kommt wieder das Sterbelied. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Großartig, diese Schichtung, diese Art von Aufnahme, wahrscheinlich das, was die Leute im Ohr hatten, und eine Art von kleinen Predigten. Jetzt, wie sind die gestaltet? Das weiß der liebe Gott allein. Eine Oktave. Das heißt, in der Oktave ist alles drin enthalten. Dann natürlich, das weiß der Liebe. Trotz der Oktave ein verminderter Septakkord, man weiß eben nicht, wie es ausschaut. Wir wissen es nicht. Der liebe Gott allein, ob meine Wallfahrt auf der Erde kurz. Ist das nicht großartig in der Deklamation? Wie in einer Oper, das kurz, schnell und jetzt in einer milderen Tonart oder länger möchte sein. Vielleicht darf ich ein paar Monate länger, vielleicht ein paar Monate weniger. Und jetzt aus diesem Akkord kommt: Hin geht die Zeit, hier kommt der Tod. Wo kommt der Tod? Nicht in der Melodie, sondern im Bass. La, mi, la, la. Jetzt chromatisch. Also die Harmonisierung des bekannten Chorals auf diese Art und Weise. Und hier kommt das sensationelle Moment, nämlich eine neue motivische Idee. Ich habe sie aufgeschrieben bei Cäsar, wenn Sie nachschauen wollen, aber ich singe sie Ihnen jetzt auch vor.
Nämlich die Bassgruppe hat folgende Basslinie. La ram ti ram da ra la ri la ra la ra la ra la ra la ra. Sie hoffen, dass ich es nicht sage, singen Sie sie mit. Ich verschone Sie heute. Na 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 la ra la ra la ra la ra. Und endlich, vermindert der Septakkord, kommt es doch so weit, so weit. Das müssen Sie singen, bitte. So weit. Nochmal. So weit. Eine kleine None ist das. Sehr seltenes Intervall. Und in diesen Details, wir wissen es seit 15 Jahren, zeigt sich Bach als der große Meister. Nämlich, dass sie zusammentreffen werden. Aus diesem Akkord kommt Ach, wie behe. Und immer die Geigen dazu und die Bratschen. Ram, param, ram, tam. Und die Oboen. Jam, ta, ta, ta. Ja, ta, da, di, da. Na, 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 na. Und das Horn, hören Sie das Horn, das gibt eine eigentümliche Stimmung in den ganzen Choral hinein. Eine Passion könnte so eröffnet werden. Oder irgendwo ein Choral in einer Passion drin, einmal nicht nur als einfacher Choral, sondern als komplexer Choral. Das geht durch. Die einzelnen Rezitativteile sind nicht in einem anderen Tempo, sondern bleiben von A bis Z. Es ist ein Kondukt für mich, eine Beerdigung. Man geht ins Haus, man holt den Sarg, man läuft auf den Friedhof, man beerdigt die Person, so wie es im Wallis immer noch öppen ist. Eine tiefe und intensive Abschiednahme. Und deshalb habe ich mich jetzt für eine konduktmäßige Aufführung entschieden. Hören Sie aber diejenige von John Eliot Gardiner auf Google, das ist fantastisch, völlig was anderes. Und Sie sehen, jede Interpretation der Bachschen Musik zeigt andere Aspekte. Beim Beten werden Sie dann hören, drum bitt ich alle Zeit, drum bitt ich alle Zeit. Mein Gott, ich bitt dich durch Christi Blut. Und das ist ja eigentlich die große Erlösungschance für den ängstlichen Menschen, der Angst hat, dass er sterben könnte und er hat irgendwas vergessen, vielleicht zu beten, und er kommt dann irgendwie nicht Richtung hinauf, sondern Richtung hinunter. Ja. Ich glaube, diese tiefe Angst der Menschen dazumals muss zum Teil unaushaltbar gewesen sein. Aber Sie werden hören, ein großartiger Eingangschor von Johann Sebastian, der dann weiterführt zum Rezitativ. Mein Leben hat kein anderes Ziel, als dass ich möge selig sterben und meines Glaubens Anteil erben. Es reimt sich schön, aber vielleicht wäre doch ein bisschen Erklärung hilfreich, Niklaus. Ja, zuerst mal ist man ein bisschen überrascht. Kein anderes Ziel, das Leben, als dass ich möge selig sterben. Ich als Reformierter hätte gesagt mit dem Heidelberger, dass die Ausgangsfrage ist nach dem seligen Leben und dem seligen Sterben. Aber hier haben wir diese Kultur, wo Sie vielleicht denken, das ist aber ganz weit weg für uns. Ich finde, der Einladungsbrief, den wir bekommen haben von der Bach-Stiftung, hat auf eine gute Weise darauf hingewiesen, dass post-Corona wir die Frage des Todes, der Sterblichkeit vielleicht doch noch einmal neu in den Blick nehmen müssen. Und nun tatsächlich selig sterben, also das Bedenken des eigenen Sterbens und meines Glaubens Anteil erben. Vielleicht nicht gerade ganz direkt verständlich. Die Meinung ist, dass man durch den Glauben selig wird und Anteil dann hat an diesem Erbe. Und das Erbe heißt, dass die Verbindung mit Gott wieder geheilt ist und damit auch die Perspektive für ein Leben mit Gott nach dem Tode geöffnet ist. Und in diesem Sinne sehr schön, wir wissen ja nicht,
wer die Kantate, wer den Text gedichtet hat, aber ich finde es ganz sorgfältig, wie das gemacht ist. Vielleicht noch eine kleine Rückblende. Sehr innig, das Wort der liebe Gott, ich habe nachgeschaut im Grimms Wörterbuch, das ist weder biblisch, noch ist es Lutherdeutsch. Es ist ein späterer Ton von Innigkeit, der hier hineinkommt. Und ich glaube, das ist die Kraft dieser Kantate, dass sie versucht, nicht intellektuell, sondern mit Bildern uns vertraut zu machen, mit dem wir sind tatsächlich endliche sterbliche Wesen. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie lebe ich mein Leben im Angesicht dieser Beschränktheit der Zeit. Sehr eindrücklich finde ich, jetzt hier, mein Leben hat kein anderes Ziel, ich würde sagen, hat noch andere Ziele, aber darum lebe ich alle Zeit zum Grabe fertig und bereit. Man könnte sagen, mit dem Mittelalter ist es so etwas wie der Versuch einer Kunst des Sterbens, Ars Moriendi, die kommt im Spätmittelalter auf, die zusammengeht natürlich mit einer Ars Vivendi, also mit einer Kunst des Lebens. Ich finde, das ist sehr schön hier gemacht nun in diesem Rezitativ. Ende gut macht alles gut. Das klingt zuerst salopp, aber es ist der Mut, sozusagen diese Perspektive in den Blick zu nehmen. Wenn man auf dieses Ende zugehen kann, dann ist auch die Perspektive im Leben, das wir leben, jetzt eine gute. Und wenn wir bereit sind anzunehmen, dass jederzeit dieses Ende kommen könnte, dann ist das Verhältnis zur eigenen Lebenszeit ein realistischeres. Und deshalb auch, wenn man genau hinschaut, es ist der Jüngling zu nein, der stirbt, mitten im Leben. Deshalb ist es nicht eine Umdrehung, sondern es wird ein Aspekt aufgenommen des biblischen Textes, nämlich da stirbt einer in der Blüte seines Lebens, ein Jüngling. Und die Mutter ist erschüttert und jetzt kommt Jesus hinein. Ich finde das schön gemacht hier, wenn man diese Dinge im Zusammenhang sehen kann. Sie werden dem Text folgen und der Vertonung und der Ausführung durch unseren Tenoristen und des Continuos, und Sie werden wieder diese Sorgfalt finden. Vielleicht etwas, das ich Ihnen schnell zeigen möchte, Sie werden es dann sofort hören, wenn es heißt, dass ich noch heute sterben müsste, denn, das macht er so. Sicher wüsste, dass ich noch heute sterben müsste, denn Ende gut macht alles gut. Also der höchste Ton ist dieses Wort denn. Und dann kommt eine ganz spezielle Arie. Tam tira ra ram tam tira, tam tira ra 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 ram tira, ri di 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 da da di da di da di. Niklaus fragte mich, hallo, das kenne ich doch. Lam di da 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 da. Die leuchtenden Wächter, die freuen sich, wenn Zion kommt daher. Also sehr liebliche Musik. Dann kommt eine ganz eigentümliche Stimme, die ist angeschrieben mit Cembalo obbligato o organo obbligato. Das ist dann schon mal ein aufführungstechnisches Dilemma. Was soll man nehmen? Warum war das so? Man weiß es nicht genau, ob die Orgel, die dann in D-Dur gespielt hätte, mit 5b, so grüsig tönt hätte, wegen der mitteltönigen Stimmung, oder ob sonst irgendwas los war, einmal so, einmal so. Sie werden die Gelegenheit haben, meine Damen und Herren, das selber zu beurteilen, wie das ist. Aber hören Sie mal die Stimme. Man denkt, ein bisschen komisch komponiert.
Und unser Organist sagte mir, ja, als er das geübt habe, habe seine Familie gar keine Freude gehabt. Was übst du Komisches? Es ist wirklich komisch, ja. Das schmiegt sich aber an die Gorne da Gaccio-Stimme. Dam, tam, ta, da, dam, tam, ta, da, dam, ta, da, 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 dam, ta, da, 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 di, 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 da, dam, nam, na, na, na. Und dazu die Basslinie ram tim pam 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 pim pam 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 pim. Merken Sie, wie eigentümlich das ist? Sonst ist es ja ram bim 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 pam bim bim. Jetzt ist es tam 1 2 3 4 1 2 3. Und dann kommt zum Beispiel so etwas. Sie hören, es ist Moll. Und jetzt plötzlich wieder Dur, Moll-Dur. Es wechselt und es ist ein bisschen fröhlich und doch ein bisschen unheimlich. Aber ich würde meinen, wenn man dann den Text anschaut, dann ist es sehr klar, warum diese Musik etwas eigentümlich klingt. Nicht wahr, Niklaus? Ja, willkommen, will ich sagen, wenn der Tod ans Bette tritt. Fröhlich will ich folgen, wenn er ruft in die Gruft. All meine Plagen, also mein Leiden, nehme ich mit. Eindrücklich, eindrücklich, wie hier sozusagen eine Heiterkeit, eine Glaubensheiterkeit in diese Verse eingegossen ist. Dieser Text ist schmiegt sich ganz nahe an etwas, was Erdmann Neumeister gedichtet hat, vor allem die erste Zeile. Das wurde übernommen und ich glaube, es ist auch legitim, wie ich als Prediger manchmal mir da und da ausleihe, weil es besser formuliert ist. Manchmal zitiere ich sogar, wobei man das nicht machen sollte. Aber hier sehr schön, gute Formulierungen werden aufgenommen, weil sie den Text stark machen und die Kommunikation mit den Hörern ermöglichen. Es ist ganz was anderes als im Lied »Geh vorüber«. Geh vorüber, o wilder Knochenmann, ich bin noch jung. Geh vorüber und fasse mich nicht an und rühre mich nicht an. Gib deine Hand. Sie kennen das Lied von Schubert. Der Tod und das Mädchen, das auch zu diesem unglaublichen Streichquartett geführt hat. Eine völlig andere Haltung. Und doch, wenn Sie jetzt die Chance haben, Katharina Arschken auf der Oboe da Gaccia zu hören, Margot Eutzinger als virtuose Altistin, die in unglaubliche Tiefen hinunter muss und hinauf, Martin Zeller und Markus Bernhard, Cello und Kontrabass mit meinem verehrten Kollegen Nicola Kummer, der auch heute Abend die Orgelpartie spielen wird. Jetzt machen wir aber für Sie mal die Cembalo-Version ein paar Takte. Und wenn du Lust hast, würden wir auch gleich zum Vergleichen ein bisschen Orgelversion machen. Dann hören Sie, was Bach auch für ein fantastischer Instrumentator ist. Er weiß genau, wie die Instrumente klingen. Einen herzlichen Applaus für meine Kolleginnen und Kollegen. Thank you.
Und jetzt die gleich zum Vergleichen, heute Abend dann natürlich die ganze mit der Orgel, wir haben uns für die Orgel entschieden, jetzt die Orgelversion. Und Sie merken, es gibt eine ganz andere Farbe. Und das ist so faszinierend, es kommt was anderes raus mit Cembalo. Und es kommt nicht etwas Schöneres raus mit Cembalo, vielleicht etwas anderes Schönes, aber die Orgel hat dann folgende Qualitäten. Hier mit unserer schönen Truhe von Felsberg. Das möchten wir Ihnen geben, wenn Sie in eine Einführung kommen, dass Sie sehen, wir wollen Ihnen zeigen, was möglich ist. Und nicht, was ein Detektiv denkt, ja, das wäre besser so, wegen dem schlüssen wir das aus. Nein, das Angebot, und Sie können sehen, was denkbar ist und wie was klingt. Niklaus, es geht ja dann weiter mit einem großartigen Sopran-Rezitativ. Ja, es geht weiter mit dem vierten Satz, dem Rezitativ, ach, wer doch schon im Himmel wär, ich habe Lust zu scheiden und mit dem Lamm, das aller frommen Bräutigam, mich in der Seligkeit zu weiden. Fast ein bisschen, wie soll ich sagen, die mystische Sprache wird fast ein bisschen zu süß, dann ist man fast froh, dass nachher ein barsches Wörtchen kommt, das fast einen leichten Ironieeffekt hat, obwohl es damals nicht ironisch gemeint war. Flügel her, also jetzt die Hoffnung, dass man mit Flügeln ausgerüstet wird und ins Jenseits fliegt. Ach, wer doch schon im Himmel wäre. Bist du für Steinway oder für Fazioli? Ich bin für Steinway, weil ich Fazioli fast nicht kenne. Also die Flügel her, ja. Großartig, ich brauche das Wort ein bisschen viel heute, großartig, aber ich bin begeistert von dieser Kantate ganz besonders. Wir beginnen mit einem großen Schrei der Sopranistin. Ach, wir doch schon im Himmel wär,
aus dem verminderten Septakkord hier wieder ins C-Moll. Ich habe Lust zu scheiden, wäre möglich. Ich habe Lust zu scheiden. Hören Sie die verminderte Septakkordanlage hier auf der Seite. Und mit dem Lamm, tiefe Lage in der Sopranstimme, hohe Lage in den Geigen, das aller frommen Bräutigam mich in der Seligkeit zu weiden. Wenn Sie das Rezitativ komponiert hätten, hätten Sie sicherlich dem Ton, inklusive mir, dem Wort in, nicht den Hochton gegeben. Mich in der Seligkeit zu weiden. Hier ist es, mich in der Seligkeit zu weiden. Das sind die kleinen Details, die Bach benutzt. Jetzt kommt das, wenn Sie schauen möchten, hätte ich es auch auf meinem Blatt geschrieben. Das würde dann zu finden sein. Wo ist es? Flügel her, Flügel her. Flügel her. Ja, genau. F. Sie singt Flügel her, Flügel her. Zwei Geigentirade nach oben und dann dieses Ach. Wer doch schon im Himmel wär. Sie merken, am Anfang und am Schluss der gleiche Text. Die rhetorische Figur heißt ein Kyklos, eine Repetitionsfigur. Ich sage was am Anfang und sage das gleiche Wichtige am Schluss. Das erste Mal, ach, wer doch schon im Himmel wär. Eine Bestätigung und hier, ach, wer doch schon im Himmel wär. Jetzt haben wir eine phrygische Kadenz. Das ist wie ein Doppelpunkt. Und das klar macht, es muss C-Moll kommen, nämlich. Würde wunderbar passen dann die Trauerarie, der Trauerchor, der Matthäus-Passion. Aber was passiert hier? Ach, wer doch schon im Himmel wär. Die Sopranistin geht weg, der Orchesterapparat bleibt und jetzt kommt kein C-Moll, sondern ein tieftrauriges na da 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 la. Ein G-Moll, also eine falsche Auflösung. Bei Bach ist nie etwas falsch, sondern es heißt etwas. Wenn die Auflösung kommt, dann heißt ja, Chance habe ich in den Himmel. Hier heißt nein, gute Nacht, du Weltgetümmel. Und wir haben hier diese Sarabande. Sie sehen sie beim Buchstabe F auf der rechten Seite. La, 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 la. Und nicht etwa, sondern diesen sehr trauervollen Akkord. Ich weiß, dass Bach wusste, um was es hier geht. Gute Nacht, ein Stichwort für dich, Niklaus. Ich habe natürlich nachgeschaut, dieses Weltgetümmel, woher kommt das? Das ist noch nicht in der Bibel, aber es ist klassisch Luther, dass er das Tumultum, das heißt der Tumult, das Durcheinander, die Schrecken der Welt, mit diesem schönen Wort Weltgetümmel übersetzt und das dann in die Sprache der Kirchenlieder eingeht. Drum fahre ich mit Freud dahin, hin aus diesem Weltgetümmel, heißt es in einem dieser Kirchenlieder. Jetzt mache ich mit dir Welt. Beschluss, ich stehe schon mit einem Fuß bei dem lieben Gott im Himmel. Schönes Bild, mit einem Fuß schon im Himmel. Dann habe ich mich erinnert, was ist mit dem anderen Fuß? Und da habe ich Bachwerkeverzeichnis 156. Du kannst weiterreden. Du kannst weiterreden. Mit einem Fuß im Grabe. Und ich möchte Ihnen einfach sagen, Bachipedia ist großartig, weil was Gottfried Schatz dort in der Reflexion gesagt hat,
zu dem harten, schwierigen Tod und zu dem notwendigen, sanften, guten Tod hinreißend. Ich möchte das jetzt nicht zusammenfassen, aber ich möchte Sie einladen, gehen Sie auf Bachipedia, es ist 2010, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine wunderbare, eindrückliche Reflexion auf dem Niveau heutiger Wissenschaft und zugleich gefüllt, ich würde sagen, von einer Ethik, die sagt, du kannst nie nur alleine für dich schauen, sondern du musst, das machen schon die Zellen, sagt er, du musst auch schauen, wie es anderen geht. Ganz großartig. Also nicht nur mit einem Fuß im Himmel, auch mit einem Fuß im Grabe. Und das ist die Balance, die hier weisheitlich gesucht wird. Sie können sich vorstellen, dass Johann Sebastian Bach mit einem solchen Text gerne auch umgeht. Hier, gute Nacht. Und jetzt kommt das Weltgetümmel. Gute Nacht. Es sind eigentlich die gleichen Tempi, vielleicht etwas mehr Agitato, vielleicht ein bisschen mehr Sostenuto, aber er wechselt, man hört. Das wäre doch ein Opernkomponist, der würde alles erfassen, wie der Mozart, auch jede kleinste seelische Regung. Und dann kommt diese eigentümliche Stelle hier, jetzt mach ich mit dir Beschluss, du hast davon gesprochen, jetzt mach ich mit dir Beschluss. Mit der Geige, ich stehe schon mit einem Fuß Moll. Ich steh mit einem Fuß bei dem lieben Gott im Himmel. Jetzt, das hier. Fast als wäre es ein Zitat aus der Matthäus-Passion. Aber dann kommt der Sänger nach diesem eigentümlichen Hin und Her der Modulationen und singt dann bei dem lieben Gott im Himmel. Und die Sarabande hier in Dur, süß und schön, immer wieder das Hin und Her, das Wissen. Und dann am Schluss, der Schluss der Sarabande. Hinführend zu einem sehr außergewöhnlichen Schlusschoral. Vielleicht aber zuerst noch Worte zum Schlusschoral. Welt ade, ich bin dein müde, ich will nach dem Himmel zu. Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist ein Choral, die erste Strophe des Chorals von Johann Georg Albinus. Welt ade, ich bin dein müde. Und wenn Sie jetzt denken, das ist so barocke Jenseitsorientierung, dann möchte ich Ihnen das Stichwort zuwerfen, das bei Shakespeare auch kommt. Nämlich dort, wo er im Sonett 66 sagt, tired with all these, for restful death I cry. Das heißt, es ist eine Sprache der Melancholie, eine Sprache, die wahrnimmt, und das ist, würde ich sagen, ist der Realismus, der da drin steckt, die wahrnimmt, wie viel zerbrochen ist in dieser Welt, wie viel gefährdet ist in dieser Welt. Sehr eindrücklich, dass es dann aber damit nicht aufhört, sondern wenn Sie die letzte Zeile anschauen, nichts denn lauter Eitelkeit in dem Himmel alle Zeit und jetzt Friede, Freude und Seligkeit. Schön, dass dieses Wort Seligkeit, in dem so viel steckt, auch so viel Wärme ist, dass das den Schlussakzent setzt. Hören Sie diesen außergewöhnlichen Choral. Welt ade, Welt ade, ich bin dein müde, ich will nach dem Himmel zu.
Alle denken, das ist doch nicht Bach. Und sie haben recht, es ist Johann Rosenmüller. Ich habe mit Anselm Hartinger darüber gesprochen, was ist da los gewesen? Gut, die Probleme im dritten Jahr Bachs in Leipzig, er durfte nicht alle Knaben mehr aussuchen, ob sie musikalisch waren. Es waren auch intellektuell interessante Knaben, arme, gewünscht. Und das hat natürlich die Qualität seines Chores vermindert. Er hat viele Solo-Kantaten geschrieben. Er hat jetzt hier einfach den Rosenmüller genommen und dieser wurde immer auf den Beerdigungen von den Jungen gesungen. Das konnten sie schon. Also das ist die Erklärung von Anselm. Aber wenn Sie heute Abend hören, wie das wunderbar den Ton trifft, du hast von der Seligkeit gesprochen, ich möchte zuerst vom Krieg reden. Welt, bei dir ist Krieg und Streit, nichts denn lauter Eitelkeit in dem Himmel alle Zeit. Friede, Freude und Seligkeit. Man hat den Eindruck, es sei ein Renaissance-Quintett. Ich denke an den Isenheimer Altar, wo die komischsten, verrücktesten Engel da sind. Sie schweben herum und die Maler und die Komponisten, die Dichter haben sich vorgestellt, wie das dann sein wird, wie es dann sein wird. Und hier hören wir es dann. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Und danke euch nochmal. Applaus